Willkommen bei Underdog Games. Bei mir auf diesem Kanal geht es um Automations-, Survival- und Open-World-Spiele. Tipps und Tricks, Guides, Let's Plays und so weiter. Wenn dir das Video gefällt, lass mir bitte ein Like da und wenn du mehr von meinen Videos sehen möchtest, gerne auch ein Abo. JA3 oder Jagged Alliance 3. Es gibt ein Release-Date und ich bin total erfreut, denn ich habe das Spiel schon gespielt im ersten Teil, im zweiten Teil, alle möglichen Add-ons, Erweiterungen und jetzt der dritte Teil. Ich muss sagen, der erste Teil war grandios, der andere, zweite, offizielle, richtige Teil war nix und, also für mich nix. Und auch die ganzen Add-ons waren nicht wirklich so prickelnd. Aber, wenn ich diese Bilder hier sehe, mit dem uralten System, mit dem Map-System, mit der Grafik, dann kriege ich echt Spaß und Freude, dass jetzt der dritte Teil rauskommt, denn es ist wohl auch der Creator, also der, wie nennen wir ihn, König, nennen wir ihn den König, vom ersten Teil mit dabei und das lässt mir natürlich die Hoffnung offen, dass wir da im dritten Teil ein super geiles Spiel bekommen. Gut, es war die ganze Zeit angekündigt für jetzt hier fürs Jahr 2023 und jetzt ist das Datum raus, es ist definitiv der 14.07.2023. Und wenn ich mir die Grafik angucke, sehe ich, dass es super geil aussieht. Nicht nur die Grafik ist wichtig bei so Spielen, sondern tatsächlich auch das Handling und wie ist die Steuerung, wie funktioniert es, wie ist die Geschichte hinter den Charakteren, wie sind die Waffen, wie ist der Sound, wie ist der ganze Kram. Alles, was ich gesehen habe, alle Let's Plays bzw. Gameplay-Videos waren super toll. Ja, ist die Frage, ob das auch in der Release-Version so ist. Ich stehe auf taktische Spiele, ich sag mal à la XCOM. Aber hier ist es halt eben tatsächlich so, dass es ein taktisches Spiel ist, was jetzt nicht irgendwie mit Aliens und Science Fiction ist, sondern wirklich in dieser Welt, sag ich mal, von Blutdiamanten, Öl, Kartellen, Drogen etc. Also es ist wirklich ein ziemlich krasses Setting und es gibt sehr viele neue Charaktere, es gibt auch alte Charaktere, die übernommen werden, wenn ich es richtig verstanden habe. Und jeder hat so seine eigene Story, jeder hat seinen eigenen Spielstil. Und es ist auch so, wenn ihr die verschiedenen Mercs quasi engagiert, die haben auch verschiedene Ängste. Bedeutet, der eine hat zum Beispiel Platzangst, Angst in geschlossenen Räumen, der andere mag es nicht, wenn es dunkel ist, der andere kriegt einen Bonus, wenn es, keine Ahnung, hell ist. Also das sind einfach verschiedene Dinge, die dann in den Charakteren nochmal sich widerspiegeln. Und ich finde, das Spiel hat echt Potenzial und ich bin massiv gespannt. Da sind nochmal alle Charaktere aufgelistet, man sieht hier auch, ne, die verschiedenen Sachen, wie sie können, Spielstil und auch die Negativ-Maulusse oder die Minus-Bonis oder wie ihr es nennen wollt. Ich bin gespannt. Ich bin massiv gespannt, denn das letzte gute Spiel, das ich so strategisch gespielt habe, war Fallout Tactics. ist schon ein bisschen her. Und ich bin gespannt, was da so abgeht. Ja, es ist momentan zum Vorverkaufspreis. Ich muss gerade mal selbst spicken. Ja, zum Vorverkaufspreis von 35,99 € hier bei uns in Deutschland erhältlich. Und man sieht es auch, das Angebot, das Vorbestellangebot endet am 14. Juli, also sprich mit dem Tag des Releases. Ja, Publisher ist THQ Nordic, klar. Das ist klar, das war ja im zweiten Teil auch der Fall. Und also ist THQ fertig. Und Einzelspieler und Online-Koop, was mich natürlich total freut, denn so taktische Spiele im Online-Koop können ziemlich geil sein. Ich bin gespannt, wie es umgesetzt ist, ich bin gespannt, wie es läuft und wie die Synchronität ist etc. Aber wir werden es sehen. Sprachausgabe gibt es nicht in Deutsch, sehe ich gerade. Es gibt nur die Oberfläche bzw. den Untertitel in Deutsch, aber die Vertonung gibt es nur in Englisch. Ansonsten Russisch, Französisch, Spanisch und 10 weitere Sprachen, die unterstützt sind. Könnt ihr mal reinschauen, ob was für euch dabei ist. Jo, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und der Release steht fest. Ich freue mich. Ciao, ciao. Achso, und wenn euch das gefällt und wenn ihr davon jetzt was habt von dieser Information und wenn ihr mehr Informationen möchtet in solche Art, in solche Richtungen, Release-Dates oder Spiele, Tipps und Tricks etc., bitte mal den Kanal abonnieren, denn das hilft dem Kanal und mir extrem viel. Und in dem Fall, einfach mal den Knopf da unten drücken. Da irgendwo, weiß nicht, wo er ist. Ist auch scheißegal. Alles klar. Dankeschön, bis dann. Ciao, ciao.